Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part von Let's Play Dead by Daylight. Und ich habe mir auch das neue Erweiterungspack, das DLC, geholt, Spark of Madness. Mit an meiner Seite ist heute der gute Vito, wie eigentlich immer. Hallo. So, Feng Min zeige ich euch später. Ich will erst noch ein paar Blutpunkte farmen, bevor ich sie spiele, weil ich traue es mir irgendwie momentan noch nicht ganz zu, einen ungelevelten Charakter zu spielen. Ich bin verwöhnt. Wird jeder mal angefangen. Ich weiß. Vor 153 Stunden. Gib doch einfach zu, dass du schlecht bist. Bin ich auch. Das habe ich aber schon öfter zugegeben. Oh mein Gott. Oh, ich habe ganz vergessen, was zu opfern. Überbewertet. Ja, shit happens. Oh Gott, das ist jetzt der Mittwoch nach Himmelfahrt, richtig? Richtig. Nein, doch. Nein, doch? Ich weiß es nicht. Ja, doch, das ist richtig. Ja? Jojo. Und was habt ihr mit euren Vätern erlebt? Seid ihr zusammen Generatoren reparieren gegangen? Oder wart ihr beim Zahnarzt? Warum sollte ich mit meinem Vater zum Zahnarzt gehen? Das ist ein Papierverkehr. Keine Ahnung, ich dachte gerade an das Perlis Lächeln vom Onkel Doktor. Der Onkel Doktor, voll geil, voll jung. What? Ich hätte niemals damit anfangen sollen. Vor allem verändert den ganzen Text schon wieder. Ich hab direkt Herzschlag. Ja, frag mich mal, du. Schon wieder Herzschlag. Ist es der Kettensägenmann oder Feinschläger? Ich kann's gerade nicht genau sagen. Es ist der Kettensägenmann. Autsch. Das ist der Kettensägenmann mit seiner Kettensägemann. Der Mann mit seiner Kettensäge. Ich hab da jemanden schrauben hören. Das bin ich. Oh. Könnte sein, dass ich ihn an dir abgeschmiert habe. Hey, wo ist er? Ach da. Nee, hab ich doch nicht. Oh, die Treppe ist getroffen. Die Treppe ist getroffen? Ja, ich gehe mal kurz in den Keller runter und guck, ob hier irgendwas Gescheites in der Kiste ist. Gibt's nicht, hier ist keine Kiste. Da ist eine Kiste. Alter, ich stöhne hier rum, hatte gerade kurz Herzschlag. Ich dachte schon, der Killer kommt hier rein. Was will ich denn mit sowas? Hast du eine Taschenlampe gefunden? Nee, ein Werkzeugkasten. Ist doch gut. Ich kann hier gerade nicht aus dem Keller raus. Aber warum denn nicht? Okay, ich gehe jetzt. Ich traue mich langsam. Oh. Ich repariere jetzt direkt am Keller einen Generator. Lol, der Kettensägenmann ist voll an mir vorbeigelaufen. Oh, die Treppe ist wieder heil. Eine Treppe ist heil. Na, die Treppe. Treppen so und so. Ach so. Den du redest gerade die ganze Zeit von irgendeiner Treppe hier im Spiel. Ich bin an deinem Generator, den du vorhin gemacht hast. Ich habe keinen Herzschlag. Wenn du geheilt werden möchtest, kannst du hierher kommen. Ich bin gerade an einem Generator direkt beim Keller. Und der ist gleich fertig. Ich habe erneut einen Herzschlag. Ah, lol! Hatte ich auch gerade ganz kurz.
Er hat mich gehittet, weil... Ich hasse es auch, weißt du, das ist immer so ein merkwürdiger Bug, wenn du... Ich krieg Herzschlag. Wenn der Killer auf dich zukommt und du genau in dem Moment dann gerade vom Generator weggehst und der einfach nur stumpf explodiert, weil du dann irgendwie sofort, lol, der hat mich durch die Wand geschlagen. Alles klar. Tja, er kann's halt. Ja, nee, aber weißt du, was ich meine? Ich werde gerade von vorhin genau geheilt. Du bist überhaupt nicht drauf eingegangen, was ich gesagt habe. Ich finde ja, Entschuldigung, das passiert mir öfter, dass ich einfach überhöre, was du sagst. Das ist mir auch schon aufgefallen. Er hat dich durch eine Wand durchgehittet. Nein, das meine ich doch gar nicht. Das mit dem Generator, dass er genau dann explodiert, wenn du von dem Ding weggehst. Ach so, ja doch, das passiert öfter. Wieso holt er dich da nicht runter? Weil der Killer hier direkt neben mir steht. Ach, ein Camperkiller. Hä? Bist du auch gerade rausgeflogen? Nein, wo bist du rausgeflogen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin rausgeflogen. Bei mir steht, dass der Killer ein Disconnect hat. Nö, da hast du ein Disconnect. Wieso habe ich ein Disconnect? Ich freue mich auch. Also, Valkyrie hat mal wieder das Spiel geliebt. Das hatten wir schon mal ein paar Parts vorher. Sie war oder ist dem Druck nicht gewachsen. Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Ich war im einen Moment noch am Generator und im nächsten war ich weg. Na gut, dann kümmere ich mich jetzt halt um Fengmin. Ich mag Fengmin. Dann erzähl doch mal, was passiert denn noch so? Liege auf dem Fußboden und sterbe langsam. Na super. Was machen die anderen? Ja, der Typ, der Treppenlift oder was auch immer, hat mich im Endeffekt doch gerettet. Alle Generatoren sind inzwischen fertig. Und ich bin halt, er hat mich dann, nachdem ich den Haken runtergeholt wurde, hat er mich nochmal gehittet, aber ich habe ja meine Fähigkeit, dass ich dann nicht direkt tot bin. Und jetzt bin ich durch die Gegend gelaufen, keiner hat mich geheilt, jetzt liege ich auf dem Boden, jetzt habe ich mich selbst geheilt. Stehe gerade wieder auf, jetzt mache ich den Generator. Immerhin entkommst du. Es tut mir leid, dass ihr das gerade nicht mit ansehen könnt. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, wo eben genau steht auch neben mir. Und der Treppenlift weiß ich nicht, wo der ist. Ich verstehe es gerade nicht. Ach, Manu! Das ist doch doof. Hey, wo ist denn du eben genau jetzt hin? Ach, der macht, der cleanst noch einen Tod und der kann mich doch auch heilen. Oh, ich habe gerade den ersten Perk von ihr freigeschaltet. Ja, dann erzähl mal. Technikerin, du bist äußerst sorgfältig und präzise im Umgang mit Maschinen. Bei einem misslungenen Reparaturfähigkeitscheck besteht eine Chance von 30%, dass der Generator nicht explodiert. Ist doch nice. Voll gut. Wäre was für dich. Ha. Oh, das ist cool. Na gut, aber weil du ja eh nicht mehr zugucken kannst, geh ich dann einfach mal raus und dann sehen wir uns dann in der nächsten Runde wieder, ne? Genau. Bis zur nächsten Runde. Also ich bin auf jeden Fall entkommen, so viel kann ich sagen. Woo! Das ist gut. Also, meine Internetverbindung ist stabil. Ich weiß nicht, was da gerade schiefgelaufen ist. Könnt ihr dir nicht auch sagen? Ich hatte gerade schon Angst, du bist wieder weg. Nee, ich bin hier. Das ist gut. Was nehme ich denn mal mit? Oh ja, eine weitere Kiste. Ja. Okay. Ich bin bereit. Ja. Das ist schön. Du bist noch nicht bereit, aber das bringt uns auch noch viel auf. Ich kann nicht mehr reden, ey. Es liegt bestimmt immer noch an dem Schläfenschlag, mein Freund. Läuft bei dir. Ja. Weiß nicht, wovon du redest. Alles deine Schuld. Ja. Ich werde nämlich ganz bitter hier verprügelt. Ja. Mhm.
Deswegen bin ich auch gestern um 7 schon ins Bett gegangen und habe auch bis 7 durchgepennt. Ja. Kann ich ja nichts für. Was denn? Kann ich ja nichts für. Nö. Ist auch so. Gar nicht. Ach, Vito. Wenn man Fehler macht, muss man dafür seine muss man auch die Konsequenzen davon tragen. Ich habe ja wohl keine Fehler gemacht. Du hast deinen Kopf im falschen Moment nach vorne gestreckt. Und du hast ihn im falschen Moment ebenfalls nach vorne gestreckt. Ja, hast du ja gesehen, der mit dem härteren Schädel gewinnt. Ja. Es hängt wohl eher davon ab, wo du triffst. La 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 la. Also eigentlich habe ich nämlich einen Dickschädel. Nur halt direkt an der Stefe nicht. Ich muss auch sagen, ich habe immer noch ein bisschen Kopfschmerzen. Ich nicht. Faulige Felder und ich starte mit Claudette. Ja, ich habe auch das Ding geopfert, dass alle Leute zusammen starten. Wir sind eine große, tapfere Gemeinschaft. Das ist mein Totem. Hahaha. Das ist mein Generator. Boah, wehe, du zerstörst das Totem. Dann kommt er nämlich direkt hierher. Warum? Weil er das sieht. Das siehst du nicht. Natürlich siehst du das, wenn jemand ein Totem cleanst. Warum sollte man das sehen? Weil der Killer dann eine Benachrichtigung kriegt, oder nicht? Ja, aber nur wenn er direkt daneben steht. Sicher? Ja? Glaube ich nicht. Wird dir garantiert nicht über die ganze Map angezeigt. Dass der Generator fertig ist, das wird dir über die ganze Map angezeigt. Ja nee, ist klar. Ich hatte nicht mehr Herzschlag. Kein Herzschlag, bumm, tot. Also mir ist er nicht hinterhergerannt. Mir so auch nicht. Ich gehe jetzt mal direkt an den nächsten Generator. Was macht sie denn? Was denn? Oh, bin zu der Claudette gelaufen, damit sie mich heilt. Und sie lässt erstmal krass den Generator explodieren. Jetzt mir auch noch die Nadel ins falsche Loch gesteckt. Oh! Oh, Claudette. Und dann hörst du auch noch, dass der Killer auf uns zukommt. Und sie bleibt einfach stehen, heilt mich schön weiter. Oh, ich hab dich gar nicht gesehen, Hase. Entschuldige. Was? Nicht du. Ja. Eben deshalb. Du kannst einfach fremde Leute Hase nennen. Okay, wo bist du? Schweinebaum. Direkt bei Larissa. Ja. Jake geht jetzt zu ihr. Mach den Generator weiter. Wenn ihr alle bei ihr seid, dann ist das wahrscheinlich am besten, wenn ich hier bleibe. Hast du schon mal den nächsten Generator? Na? Okay, woher weiß er, dass er sich hier liegt? Weißt du, ihn interessiert das null, dass irgendwie alle Leute hier von den Haken gerettet werden. Hauptsache, er schlägt mich die ganze Zeit nieder.
Was habe ich ihm denn getan? You're alive. Nee, bin ich nicht. Ich häng nämlich im Haken. Und noch so ein Ding und ich bin tot. Ja, und jetzt campt er. Nee, ne? Er steht einfach vor mir und guckt mich an. Und jetzt? Immer noch. Wenn er losgeht, sagst du Bescheid, oder? Er campt die ganze Zeit. Also gehe ich jetzt von hier weg. Na gut. Was für ein Noob. Kann man nur so schlecht sein. Dann mache ich jetzt einen Generator. Nein. Bin tot. Oh, Vito. Ach, schön. Er hat gleich den nächsten gehittet. Was hat er für Perks? Er hat Perks. Die folgenden: monströser Schrei. Mehr nicht. Das ist welcher? Deine eifrige Fliege der Haken, die du im Keller gefunden hast, haben das Interesse des Entitus geweckt. Die Kellerhaken gewähren die folgenden Boni: 3% schnellerer Entitus-Fortschritt, 5% höhere Schwierigkeit für Fluchtversuche, 3% erhöhtes Strafmaß für misslungene Fluchtversuche. Ich glaube, ich weiß, warum er gekämmt hat. Na? Irgendjemand macht hier Haken. Ich. Ja, deswegen wahrscheinlich. Das ist irgendwie so eine neue, unausgesprochene Regel. Als ob. Ist so. Das ist ganz, ganz oft die Ausrede. Ja, eine Ausrede ist aber keine unabgemachte Regel. Eine Ausrede ist eine Ausrede. Ja, das machen aber ganz viele. Mache ich auch nicht als Killer. Nee. Ich finde das irgendwie auch nicht in Ordnung, aber... Tja. Wo ist denn der Chef? Der ist ganz schön unorganisiert. Ja, deshalb kämpft er wahrscheinlich. Ja. Meine Chucks sind ganz blutig. Oh, scheiße. Hebt der Chef gar nicht auf? Doch jetzt. Ich hab ihm zugeguckt, wer sie auf den Boden gedreht hat. Oh no. Jetzt geht er den aufhängen. Und campt weiter? Nö. Wie nee? Bei dem nicht. Ist mal weggelaufen. Er macht gerade den Generator kaputt. Hat ihm aber nicht viel gebracht. Haut er ab? Er hat auf jeden Fall keinen Herzschlag. Dann laufe ich jetzt zu ihm. Du hältst mich auf dem Laufenden, richtig? Jetzt hat er wieder Herzschlag. Ganz sanften.
hab ihn. Das ist gut. Das ist halt die Frage. Wo ist der Killer? Also, Chef hat keinen Herzschlag, du hast keinen Herzschlag, Larissa hat Herzschlag. Ich auch. Also er ist hier beim Ausgang. Larissa macht den Ausgang auf. Du machst einen Ausgang auf, Chef macht einen Ausgang auf, Larissa hat Probleme. Scheiße. Komm schon, schneller, 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 schneller. Versuchen mal wegzulocken. Lässt sich aber nicht weglocken. Wo ist der Killer? Der Chef ist ja jetzt auch da. Wo ist der Killer? Und der Chef in der Hand. Scheiße! Nee, er ist gerade nicht mehr. Und ich versuche jetzt rauszurennen. Oh Gott, ich bin raus. Was ist mit den anderen beiden? Larissa ist tot, Chef steht da jetzt noch rum. Ah, wieso hat er sie nicht runtergeholt? Ich habe ihn so schön abgelenkt. Puh. Na toll. Oh Manu, das ist doch doof. Wups. Wups. Ist klar. Oh, Larissa, tut mir voll leid. Ach, Manu. Na gut, ich werde jetzt Feng Min weiter hochleveln. Dann tu das mal. Mhm. Oh. Erstmal Überlebenden wechseln. Zack. Sprintboost. Das ist schon mal gut. So, ich habe sie jetzt auf Level 7. Ach, cool. Ich kriege hier gerade mit ihr diese ganzen... Scheiße. Entschuldigung. Diese ganzen guten Perks. Selbstfürsorge und so. Voll cool. So, neue Runde. Vito? Ja, würde ich sagen, ne? Bis gleich. Bis gleich. Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Oh, guck mal. Gladion hat eine Map dabei. Oder auch nicht. Ah, wieso legen die eigentlich immer das ab, was ich gerade erwähne? Das kann ich dir nicht sagen. Na komm schon, wir brauchen noch eine Person. Du willst doch auch. Der Killer hat jetzt auch schon... Aha! Oh, mit einer Lori haben wir auch lange nicht mehr gespielt. That's true. Das ist ja... was Altes Neues. So, Killer, mach mal fertig. Bitte.
Killer. Ach, guck mal. Kaum schreibe ich schon, macht er fertig. Ich lauf zum Bäcker, Bäcker, Bäcker. Oh, das Kochbuch. Denn Sumpf schmeckt lecker, lecker, lecker. Ich will dich essen, essen, essen. Jetzt. Nichts kann sich mit dir messen, messen. Kennst du das Lied nicht? Ja. Das ist vom Krümelmonster. Das sagt mir gar nichts. Aus der Sesamstraße. Ja, das Krümelmonster kenne ich jetzt. Nein. Doch. Oh. Ach ja, hoffentlich wird das was. Wir waren so lange nicht mehr im Sumpf. Ich liebe den Sumpf. Du sagst dazu gar nichts mehr. Ich mag den Sumpf nicht. Warum denn nicht? Es ist immer so sumpfig. Oh, wie an der Nordseeküste. Um der Nordseeküste. Bam, 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 bam. Am norddeutschen Strand. Heißt es nicht plattdeutschen Strand? Weiß ich nicht. Sind die Fische im Wasser und selten im Sumpf. Beschreck jetzt die Lori. An der Nordseeküste. Ich dachte, du wolltest Lori erschrecken. Hab ich auch. Welcher Killer ist es denn? Der Fallenkettensägensteller. Was? Also Hillbilly. Nee, Kettensägen-Fallensteller. Also der Fallensteller ist es. Ohne Kettensäge. Gut, sag das doch. Hab doch. Und der scheint nicht schlecht zu sein, so wie das aussieht, oder? Bist du bei ihr in der Nähe? Herrgott, lass doch die Fluchtversuche! Ich habe mich quasi auf Lobby draufgestellt, insofern. Oh, ist die doof! Die lässt sich sterben! Tja. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Der Killer war gerade bei mir. Ich bin hier auf dem Steg. Da könntest du mir ruhig mal vorbeikommen und mich heilen oder so. Ich mach erstmal den Generator. Ich mach den Generator kurz fertig. Ich hab gesagt, der Killer war bei mir. Achso. Warst du das? Das war ich. Du bist ja ganz weit weg. Komplett gegenüber. Er kommt. Okay, er rennt aufs Schiff. Ich gehe mal aufs Schiff. Vielleicht ist da auch noch ein Generator. Du kannst ja mal vorbeikommen. Dann heile ich dich. Aufs Schiff soll ich kommen? Ja. Bei der Herzschlag. Wo bist du? In dem kleinen Häuschen da auf diesem kleinen Hügelchen. Wo da eine Generator drin steht beim Ausgang. Der war gerade sehr nah. Ich glaube, er ist direkt an diesem Haus vorbeigelaufen. Okay. Aber ich habe immer noch Herzschlag. Ich will jetzt nicht sagen, das ist gut, aber das ist gut. Danke.
Mein Generator ist jetzt nämlich gleich zur Hälfte fertig. Er hat Kladion. So, jetzt mein Herzschlag weg. Ich bin aber noch in diesem kleinen Häuschen. Jetzt hatte ich eben ganz kurz Herzschlag. Wo bist du denn, mein Schatz? Immer noch auf dem Schiff. Was machst du denn da? Generator. Sag ich doch die ganze Zeit, mein Generator ist gleich fertig. So, ich komme zu dir. So. Psst. Geht's noch lauter? Oh Gott, er hat mich gesehen. Ich kann doch nicht zu dir kommen. Dann halt nicht. Entschuldige. Sehr cool. Oh Gott sei Dank. So. Ich habe gleich den nächsten Generator fertig. Uns fehlt nur noch einer. Hi. Das ist cool. So. Ich hocke gerade an einem Generator, der schien gar nicht mal so weit weg zu sein. Scheiße. Hä? Lol. Der ist okay, das war merkwürdig. Einiges da runtergesprungen und dann stand er plötzlich oben doch wieder neben mir. Ja, ja. Ich häng da mal so eine Runde ab. Wer ist denn näher dran? Ich glaub sie. Kladion? Hi. Wo ist der Killer? Scheint immer noch in der Nähe zu sein, weil ich habe sehr starken Herzschlag. Jetzt habe ich keinen Herzschlag mehr. Der ist aber noch bei dir. Er steht da. Ich mache lieber den Generator weiter, damit wir schnell hier rauskommen. Ja, ich bin jetzt wieder down. Wunderbar. Du hingst aber bisher nur einmal, oder? Nee. Und häng ich wieder. Mach mal kurz den Generator fertig. Hast du so lange noch Zeit? Ja, ich laufe hier garantiert nicht weg. Neben mir, wenn du, also von mir aus gesehen, links neben mir im Gebüsch liegt eine Falle. Von dir aus gesehen links. Ei. Okay. Ist er noch bei dir? Nö, ich hab keinen Herzschlag. Bin aber gleich tot, wenn das so weitergeht. Warte. Ist nicht mehr lang. Ja, bei mir auch nicht. 3, 2, 1. Nein! Ich bin tot. Mir so leid. Du siehst doch den Balken unten links. Ja, aber ich habe gedacht, ich hätte mehr Zeit. Das war eine totale Fehlkalkulation. Ja, kann man so sagen. Hi. Wo ist Kladion?
Schau mal nach. Läuft durch die Gegend. Bei mir in der Nähe? Gute Frage, das. Dieser Signalton, der macht mich fertig. Ich versuche sonst auch nochmal das andere Tor aufzumachen. Wird er noch verfolgt? Auf jeden Fall kein Herzschlag. Ist bei dem Tor, was du aufgemacht hast. Na toll. Ich bin beim Killer. Ja, der hat nämlich diesen blöden Perk, dass er da rumstehen kann und keinen Herzschlag auslöst. Deswegen hattest du nämlich auch kurzzeitig keinen Herzschlag. Wo ist Kladion? Vito? Kladion ist jetzt, irgendwo hier und macht einen Haken. Ach so, da. Und der Killer wartet am anderen Ausgang. Ich glaube, ich werde bescheuert. Der macht aber auch überhaupt nicht die Anstalten, herzukommen. So. Das war eine gute Runde. Eine gute letzte. Entschuldigung. Tut mir leid, Vito. Nee, alles gut. Alles gut. Ich wollte dir helfen, wirklich. Der hat voll viele Perks. Ich hab gesagt, so ja. Bisschen hast du noch. Jetzt könnte es langsam eng werden. Ja, ich weiß, ich hab's einfach fehlkalkuliert. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Vergib mir, bitte. Niemals. Ja. Ach, Manu. Ich habe jetzt voll die Schuldgefühle. Ja, so ist das richtig. Ja. Das ist so cool. Ich krieg echt die ganzen Perks mit Fangmin, die ich sonst nicht gekriegt habe. Ich habe jetzt den Sprintboost schon auf 2. Ich habe Selbstfürsorge auf 2. Und halt Technikerin, den ich vorher noch nicht kannte. Okay. Schon echt nice. Ja, eine neue Folge neigt sich dem Ende zu. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Und sehen uns dann am Samstag wieder. Ja, würde ich auch sagen. Wow. Am Samstag wird es dann hoffentlich auch wieder besser. Für mich zumindest. Ja. Weißt du, ich finde immer die ganzen Leute hier, retten die Valkyrie 25 Mal vom Haken und immer, wenn ich, darf ich sterben und dann Valkyrie sitzt irgendwo rum. Ja, das, ich hole dich gleich vom Haken. ja, mal schauen. Oh, du bist ja gleich tot. Warte, ich hab das hier noch. Ich bin gestorben, bevor du überhaupt mit dem Generator fertig warst. Ja, aber der Killer war ja trotzdem direkt bei dir. Der hat dich gekämmt. Ja. Ja, der hätte ich sowieso wieder gehabt. Nein. Nee, sowas mag ich nämlich überhaupt nicht, wenn diese Feinstellerkiller das sowas von ausnutzen und dann auch noch campen. Weißt du? Terrorradius ist ja schön und gut, aber sich dann da einfach hinzustellen und zu sagen, nö, ich bin gar nicht da, ein paar Meter vom Haken entfernt, ist schon ein bisschen arschig. Ja, aber so doof war die von ihm gar nicht. Nee, klar, aber es ist halt trotzdem campen.
Ja. Oder nicht? Oder habe ich einfach nur eine falsche Definition davon? Naja, er stand ja relativ weit weg und hat dann halt seine Fähigkeit benutzt, dass er seinen Terrorradius einfach verändert wird. Und dadurch hatte ich halt das Gefühl, ja, er ist nicht mehr in der Nähe. Ja, obwohl er noch in der Nähe war. Ja. Na gut, nächstes Mal wird besser wie du. Ja, das glaube ich auch. Da überlebst auch du mal wieder. Bestimmt. Ja, hoffen wir es mal. Gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Ganze hier seht. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, am Samstag wieder. Genau. Bis dahin. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.